verbotenes Wissen. Vielleicht gibt es eine versteckte Bedeutung in der Sprache. Das erste Buch Mose enthält das berühmte Beispiel für die Wirkung. Geiles Video, feier ich. Könnte dies etwa mit der Entstehung des Gebrauchs von Worten als Mittel zur Begrenzung menschlicher Macht zu tun haben? Russische Wissenschaftler haben gezeigt, dass Wörter oder Töne durch Vibration in unserer DNA kodiert sind. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf dem Leon Lovelock Highlight Kanal, directly from Mexico. I love you all. Lasst auf jeden Fall jetzt schon mal ein Abo da, einen Daumen nach oben und einen Kommentar. Ich versuche wirklich sehr krass gerade durchzuhustlen. Nicht versuchen, ich werde oder ich tue es gerade. Egal wo ich bin, egal was ansteht alles, ich hau euch täglich Videos raus. Auf jeden Fall gehen wir jetzt in die erste Reaction für heute rein. Und zwar heißt das Video Verbotenes Wissen. Ich bin gespannt, was da passiert. Es ist bestimmt wieder eine miese Recherche hier an der Stelle. Let's get it on. Von, der Kanal heißt Verborgene Geheimnisse TV. Ich glaube, wir haben schon ein oder zwei Videos von dem Bruder reingezogen, gell? Warum fühlen wir uns zu verbotenen Dingen hingezogen? Es genügt, etwas als verboten zu erklären, um unsere Neugier zu wecken. Aber warum ist das so? Vielleicht gibt es eine versteckte Bedeutung in der Sprache, die uns dazu anregt, das zu tun, was verboten ist. Sprache als Instrument wirkt auf zwei Arten. Auf der bewussten Ebene, das heißt, laut der Bedeutung der Wörter im Wörterbuch. Und auf der unbewussten Ebene, das heißt, die Empfindung, die wir wahrnehmen und die unser Bewusstsein nicht wahrnimmt. Sprache ist so powerful in mehreren Hinsichten. Also einmal ist es so, dass man sich bewusst machen muss, dass man über die Sprache eigentlich alles in seinem Leben manifestiert, also über seine Gedanken und über die Sprache. Die Dinge, die du aussprichst, so wird sich dein Leben in der Zukunft manifestieren. Wenn du den ganzen Tag nur schlecht drauf bist und negative Dinge aussprichst, beleidigst, negative Wörter in deinen Mund nimmst, werden auch negative Dinge in deinem Leben passieren, beziehungsweise du wirst die Welt negativ wahrnehmen. Und zweitens auch, die Wörter, die man ausspricht, haben meistens noch eine tiefere Bedeutung. Wie zum Beispiel, das hat mir auch Maxim Mankiewicz und auch Kurt Tepperwein ein bisschen so noch näher gebracht, wenn du sagst zum Beispiel Unterhaltung. Dann siehst du eigentlich, wo das Wort herkommt. Unten halten. Programm. Fernsehprogramm. Programm kommt vom Programmieren. Weißt du, was ich meine? Da steckt so viel Wissen dahinter eigentlich, aber wir benutzen einfach die Sprache, ohne uns wirklich Gedanken darüber zu machen, was sage ich hier eigentlich gerade? Also was spreche ich hier gerade aus? Was manifestiere ich für mein Leben und was bedeuten eigentlich die Dinge, die ich ausspreche? Wichtig. Manchmal, wenn wir mit jemandem sprechen, bekommen wir Gefühle, die dem widersprechen, was die Person uns gerade sagt. Unser Unterbewusstsein arbeitet durch Bilder, das heißt, es übersetzt Wörter in etwas Sichtbares. Wenn ich zum Beispiel sage, du sollst an ein rotes Auto denken, wird dein Unterbewusstsein ein mentales Bild von einem roten Auto erschaffen. Wenn ich aber sage, du sollst nicht an ein rotes Auto denken, wird dein Tarek, ich küsse dein Herz, Tarek 2424, one love. Bewusstsein das Wort nicht ignorieren und das geistige Bild eines roten Autos gleichermaßen erschaffen. Das liegt daran, dass das Unterbewusstsein nicht in der Lage ist, das Wort nicht in ein Bild zu fassen. Also, wenn wir im Unterbewusstsein etwas visualisieren, was wir nicht wollen, begünstigen wir, dass es in der Realität geschieht. Weißt du, was ich meine? Das ist auch so mit den ganzen Ängsten, die man hat. Oh, ich habe Angst davor, ich habe Angst davor. Umso mehr du daran denkst, umso mehr ziehst du das auch wirklich in dein Leben rein. Sei entspannt, sei relaxed. Leg ein bisschen Vertrauen an den Tag, weißt du? Das ist nicht einfach am Anfang, aber umso mehr du das schaffst, umso besser wird es dir gehen. Mach dir nicht zu viel Gedanken, was eventuell passieren könnte. Wir sind so als Menschen, dass wir immer uns Worst-Case-Szenarien so im Kopf ausmalen. Was könnte im schlimmsten Fall passieren? Das ist der Überlebensinstinkt. Hat auch ein bisschen mit der DNA zu tun, mit dem, wo wir herkommen, weil es früher halt einfach so war, dass man aufpassen musste und das Worst-Case-Szenario auch vor Augen haben musste. Aber lass das ein bisschen los. Mal dir deine Zukunft nicht immer so negativ aus. Denk nicht immer an die Sachen, die negativ passieren könnten. Denk nicht daran, was der schlimmstmögliche Fall sein könnte, weißt du? Weil umso mehr du daran denkst, umso mehr du darüber sprichst auch, das Leuten erzählst, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es auch wirklich passiert. Auf einer bewussten Ebene zensieren wir es jedoch, weil wir wissen,
dass die Bedeutung des Wortes nicht negativ ist. Wir wissen das, weil wir das so gelernt haben, aber auf der unbewussten Ebene interpretieren wir immer noch nicht das Nein. Und wir schaffen eine Situation von Inkohärenz und innerem Ungleichgewicht, da das Unterbewusstsein es tun will und das Bewusstsein nicht. Also, wenn jemand zu uns sagt, wir sollen etwas nicht tun, werden wir in Wirklichkeit dazu ermutigt, es zu tun. Am Ende tun wir das, was man uns verboten hat, und fühlen uns schuldig. Oder wenn wir es nicht tun, fühlen wir uns nicht gut. Wenn wir kleinen Kindern Verbote erzwingen, ignorieren sie sie einfach, weil ein Kind diese bewusste Vorstellung von der Bedeutung der Sprache nicht entwickelt hat. Oder besser gesagt, die Gesellschaft hat sie dieser Anweisung noch nicht unterworfen. Wenn einem Kind gesagt wird, es soll etwas nicht berühren, wird es das sofort tun und am Ende macht es das auch. Wenn man etwas verbieten möchte, ist es besser, wenn man nicht nennt, was man verbieten möchte. Denn wenn wir es benennen, bieten wir die Möglichkeit, es zu tun an. Eine sehr wirksame Vorgehensweise, um mit Kindern umzugehen, ist, positive Sätze zu benutzen. Anstatt zu sagen, benutze nicht das Handy, können wir sagen, schalte bitte das Handy aus. Oder anstatt zu automatisch auch im jugendlichen Alter, ihr kennt doch diese Reaktion von jemandem, der in der Pubertät ist, wenn deine Mutter sagt, mach das nicht, dann hast du noch mehr Bock, das zu tun. Sag. Rebellismus ist da. Also bei mir war es auf jeden Fall so. Bei wem noch? Komm bitte nicht zu spät. Sag, sei bitte pünktlich. Wir sollten immer Sätze verwenden, die nicht zu Verwirrung. Das Bewusstsein der Sprache. Man sollte bewusst mit seiner Zunge umgehen. Bevor man Dinge ausspricht, wirklich nochmal nachdenken und sich fragen, will ich das hier gerade wirklich aussprechen? Ohne Scheiß, Freunde, das ist so powerful. Wenn ihr irgendwelche Probleme in eurem Leben habt, wenn irgendwas in der letzten Nacht nicht gut gelaufen ist, ihr nicht gut geschlafen habt, Kopfschmerzen habt und so, geht nicht und erzählt jedem, dass ihr Kopfschmerzen habt. Geht nicht und sagt, ey, ich habe voll schlecht geschlafen, ich bin voll müde, ich bin voll müde, ich bin voll müde, ich bin voll müde. Sagst du das 100 Mal am Tag, dann bist du noch müde, als du eigentlich wärst, wenn du sagen würdest, ey, ich bin dankbar, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, ich bin dankbar, dass ich ein gutes Frühstück hatte, ich bin dankbar, dass ich eine schöne Familie habe. Das macht dich dann eher happy und dann vergisst du deine Müdigkeit irgendwann. Weißt du, was ich meine? Führen. Das können wir auf einer persönlichen Ebene anwenden. Wenn wir uns zum Beispiel beim Autofahren unsicher fühlen und mental sagen, ich möchte keinen Unfall bauen. Was interpretiert unser Unterbewusstsein? Dies verursacht innerliche Verwirrung. Und am Ende kann genau das passieren, was wir nicht wollten. Aber wenn wir sagen, ich werde wohl an meinem Ziel ankommen, setzen wir das Bewusstsein und das Unterbewusstsein in Einklang. Man kann den Unterschied zwischen beiden Sätzen fühlen. Kurioserweise hat das Wort Tabu eine ähnliche Wirkung, um uns auf etwas Verbotenes hinzuweisen. Es ist abgeleitet vom polynesischen Wort Tapu, zusammengesetzt aus den Wörtern Ta, was berühren bedeutet, und Pu, was Nein bedeutet. Es ist ein weiteres Wort, das uns in Konflikt bringt. Und was ist mit den Verbotenen? Geiles Video, feier ich. Das erste Buch Mose enthält das berühmte Beispiel für die Wirkung, die das Verbotene auf uns hat. Es ist der Mythos von Adam und Eva. Die verbotene Frucht, die scheiß Schlange, die von Seite gekommen ist. Komm, es, Eva, let's go. Gott erlaubte ihnen, von allen Früchten des Paradieses zu essen, bis auf den sogenannten Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Dann nutzte die Schlange diese einzige Regel aus und verführte und täuschte Eva mit dem Versprechen der Erkenntnis so sehr, dass sie schließlich von der verbotenen Frucht aß und Gott sie aus dem Paradies vertrieb. Ein Zufall ist, dass die Frucht, in die Eva gebissen hatte, der Apfel war. Könnte dies etwa mit der Entstehung des Gebrauchs von Worten als Mittel zur Begrenzung menschlicher Macht zu tun haben? Ja, hört nochmal genau hin. In die Eva gebissen hatte, der Apfel war. Könnte dies etwa mit der Entstehung des Gebrauchs von Worten als Mittel zur Begrenzung menschlicher Macht zu tun haben? Das Wort Verbot heißt auch Prohibition, kommt aus dem Lateinischen und setzt sich aus der Vorsilbe pro, was so viel wie befürworten bedeutet, und dem Lexem hip. Sprache und Wörter sind Macht, ich schwöre dir. Ich bin auch gerade auf der Suche, falls jemand im Chat vielleicht ein geiles Buch hat,
wo man sich ein bisschen über die Macht der Worte informieren kann, dann wäre ich dankbar, wenn ihr mir das hier in den Chat reinknallen könntet, so. Weil es ist halt einfach mega interessant, finde ich, auch zu wissen, wo die Wörter herkommen und was die Wörter eigentlich bedeuten. Weißt du? Dass sich von habere ableitet, was haben bedeutet. Wenn wir sie getrennt betrachten, was erhalten wir? Dafür sein Jo, logisch, ich küsse dein Herz, Bro. Geiles Video. Leon, du trägst zu meiner Persönlichkeitsentwicklung bei. Das ist sehr, sehr schön. Das ist sehr, sehr, sehr schön. Also, das ist ein sehr geiles Feedback, so. Ich küsse dein Herz, jo, logisch. Keep it going. Zu haben. Die Vorsilbe pro bedeutet für jemanden oder eine Sache eintreten oder dafür zu sein. Wie zum Beispiel in proaktiv oder produktiv. Es wird jedoch auch gesagt, dass pro negativ ist, wie in dem Fall problematisch. Man kann sehen, wie widersprüchlich es für uns ist. Aber was bedeutet das für uns? Es ist genauso wie in Englisch, das hat Laura mir letztens erzählt. Good morning. Morning sagst du auch, wenn jemand verstorben ist, glaube ich, zu den Angehörigen. Und du sagst es, wenn du aufstehst. Weißt du, was ich meine? Das ist teilweise so, dass man sich denkt, warum? Ist es nicht widersprüchlich, ein Wort zu verwenden, das aus einem Präfix besteht, das uns dazu ermutigt, das zu tun oder zu haben, was verboten ist? Russische Wissenschaftler haben gezeigt, dass Wörter oder Töne durch Vibration in unserer DNA kodiert sind. Das heißt, die Sprache unserer Vorfahren ist in uns und sie wirkt jetzt auf uns zurück. Mit anderen Worten, wenn in der Vergangenheit das Wort verboten eine positive Bedeutung hatte, verwirrt es uns in der Gegenwart. Okay, das ist krass. Gibt es einen besseren Weg, Verwirrung in den Menschen zu stiften, als durch Verbote? Verwirren, programmiere it out, man. Wir wissen nicht, ob diese Hypothesen wahr sind oder nicht, aber wir wissen, dass das Verbotene die Neugierde des Menschen weckt und unsere Gesellschaft ist voller Verbote. Der Jurist, Philosoph und Autor des Buches The Complete Essays, Michel de Montaigne, schrieb, dass etwas zu verbieten der Wunsch ist, es zu erwecken und auch sinngemäß, dass das Verbotene würzt die Köstlichkeiten. Es ist aber nicht das einzige Wort, das diese Art von Unstimmigkeiten enthält. Im gesamten Wörterbuch finden wir Beispiele, die die Kommunikation mit Worten zu einem echten Chaos für alle macht. Wie viele Missverständnisse sind mit den Worten entstanden? Und wie viele Kriege haben mit falsch verstandenen Wörtern angefangen? Die wirkliche Kommunikation wird nicht mit der Verwendung von Sprache erreicht, sondern durch eine Vibes. Nützliche Kommunikation, die wir Telepathie nennen könnten, die nicht die Verwendung von Worten beinhaltet, sondern von Empfindungen, Bildern oder Konzepten, die den Empfänger ohne Fehlinterpretation erreichen. Momentan werden wir weiter mit Worten kommunizieren müssen, aber wir können uns bemühen, die Worte auszusuchen, die keine Verwirrung verursachen. Die Sprache. Er sagt aber, momentan werden wir weiter Wörter benutzen müssen. Also er geht davon aus, dass wir irgendwann im Bewusstsein so hoch sind, dass wir ohne Wörter miteinander kommunizieren können. Wer weiß, Digga, wenn der Polsprung weiter abgeht und quasi das Magnetfeld der Erde sich aufhebt, wie krass, wenn du spirituell bist, du dann wirklich auch telepathisch miteinander reden kannst. Das wäre auf jeden Fall eine heftige Sache. Ich meine, es ist ja generell so, dass wenn du mit einem Menschen redest, in echt, Auge zu Auge, dann kommt der nochmal viel mehr rüber, als wenn du jetzt zum Beispiel am Telefon mit ihm redest oder irgendwie über FaceTime oder so. Weil die Vibes, die Energie, man spürt das. Ich bin zum Beispiel einer, ich spüre das extrem bei Menschen. Jeder Mensch gibt mir eigentlich eine Energie. Und ich mag es halt, mit Menschen zu sein, die mir eine gute Energie geben, die mir einen guten Vibe geben. Und es gibt halt auch Menschen, wo ich einfach spüre, die müssen nicht mal irgendwie böse Sachen oder komische Sachen aussprechen, aber der Vibe und die Energie passt halt einfach nicht. Ich bin so auf den Vibes unterwegs. Weißt du, was ich meine? Wer kennt das von euch? Das Zeichensystem, mit dem eine Zivilisation mündlich oder schriftlich kommuniziert, ist nicht nur ein System der Kommunikation, sondern auch ein System zur Schaffung von Realität. Krasses Video. Stark. Einer hat gerade im Chat geschrieben, kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, wo hat sich der Mensch die letzten 100 Jahre geistig weiterentwickelt? Ja, Bro, ich sag mal so, ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass ein gewisses, ja, dass manche Menschen auf jeden Fall auf ein höheres Bewusstsein kommen in den letzten 2-3 Jahren so.
Also ich weiß auch nicht, ob es vielleicht damit zu tun hat, dass ich mich selber entwickle und dann auch nur noch Menschen anziehe, die sich vielleicht in eine ähnliche Richtung entwickeln. So. Aber ich habe schon das Gefühl, dass durch die ganze Scheiße, die in der Welt passiert, immer mehr Menschen in diese Bewusstseinsrichtung getrieben werden, sich mehr über die Dinge bewusst werden, so, weil sie halt einfach merken, dass von außen so viel Scheiße auf sie zukommt, dass sie sich mit sich selbst beschäftigen, mit ihrem eigenen Bewusstsein beschäftigen, irgendwann vielleicht an den Punkt sogar kommen, dass sie merken, dass es eigentlich nur ein Bewusstsein gibt und dass wir alle miteinander connected und verbunden sind. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das immer mehr auch an die Menschen rankommt. Kann aber wie gesagt auch sein, weil ich halt gerade sehr viel auch damit beschäftige halt einfach so, weißt du?